So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil The Hunter Call of the Wild in New England. Die neue Map wird weiter erkundet. Bis jetzt, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, bis jetzt sage ich ja so, es ist nicht die schwerste Map, es ist nicht die einfachste Map. Aber wir schauen mal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir noch ein paar Spots, die richtig kicken, sage ich mal. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Video und let's go. Bis jetzt das schwierigste Tier auf dieser Map. Sag ich euch. Schwierigste zu jagende Tier, Bobcat. Ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Bis jetzt konnten sie immer alle flüchten. Jetzt bin ich ziemlich nah dran, einen zu schießen vielleicht, eventuell. Ich sehe das Biest halt auch nicht. Digga, ich hätte diese Katze schon mal sehen müssen. Sie kurz gesehen. Jetzt ist sie weg. Egal, komm. Habe ich hier eine Viertelstunde. Bin ich jetzt eine Viertelstunde hinter der Katze her? Dreier Weibchen. Es gibt keine Männchen auf dieser Map. Also, ich habe bis jetzt noch keins gesehen. Oh, 300 Meter Schuss. Die bewegt sich gerade so schön nicht. So schön nicht. Ihr wisst, was ich meine. Aber männliche Bären sehe ich hier, finde ich hier nicht. Habe ich noch nicht auf der Map gesehen. Noch keinen. Bis jetzt nur Weiber. Weiß nicht, ob die auf einer anderen Richtung auf der Map irgendwo abhängen oder so. 15,27 silbernes Weibchen. Doppellunge. Schön aus 312 Metern. Kommt wie immer in den Discord, falls ihr euch die Bilder aus den Streams oder den Videos nochmal anschauen wollt. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch so mal auf meinem Discord abhängt. Es gibt da einen Channel, nennt sich Erlegtes, da poste ich die ganzen Sachen rein aus den Streams und den Videos. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren, eure Dias, eure Goldtiere, was auch immer. Eiswedel Brumpfschrei. Auf jeden Fall, kommt vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Erwischt. Ein goldener Truthahn, 431. Schön Zingelunge. Hopp. Silberner Viererelch. Silber? What the fuck? Das habe ich ja noch nie gehabt. Also Zingelunge habe ich ihn getroffen, wie angeschnitten. 188,7. Vierer leicht. Lol. Also Vierer war bis jetzt immer safe Gold. Was ist hier los? Was? Gestern, gestern sage ich schon, beim letzten Mal hatte ich ein paar Dreier, die Gold waren. Und jetzt ist ein Vierer einfach Silber. Er ist nicht weit gekommen. Ja, Doppellunge. Schön. Aber nur Silber, 19,19. Bin heute noch so ein bisschen einmal Kunden hier. Ne? Ich habe noch nicht alle Punkte freigeschaltet auf der Map. Und versuche hier gerade noch so ein paar Spots zu entdecken, die ein bisschen besser funktionieren als die Spots, die ich bisher entdeckt habe. Weil bisher finde ich es wirklich eine relativ schwierige Map. Weil die Vegetation schon nicht gerade die leichteste ist. In Kombination mit der Tierdichte. Was ich auch noch so ein bisschen vermisse, ist, die ist so, eigentlich sind Weißwedel, wenn die auf einer Map sind, auch schon präsent, ne, irgendwo. Dann sieht man eine Herde von links nach rechts wandern oder beim Trinken oder so. Ja, hier habe ich bis jetzt noch nicht so viele Weißwedel gesehen. Findest du das neue Update? Finde, dass die Tiere jetzt viel zu schreckhaft sind. Habe das Gefühl,
dass sie sich an Way of the Hunter anlehnen wollen. Das kann schon sein, ja. Das könnte natürlich auch erklären, warum ich auf dieser Map hier so wenig sehe. Ah, da eben noch über Weiße wieder gemeckert und da hat er einen gefunden. Das heißt, ein paar. Heißt, wir müssten jetzt mal gucken. Meter ungefähr. Nullen mal auf 75. Alter, warum ist das Game jetzt so laggy? Die wollen jetzt nicht mehr. Nur bei der Waffe eben. Jetzt nicht mehr. Okay. Buggy. Da den ersten Bug gefunden. So. Das sollte geklappt haben. Den habe ich auch tödlich getroffen. Da oben liegt er. Sehr schön. Der erste ist Gold. 212,2. Einmal schön Lunge, Wirbelsäule und Magen. Top. Der andere könnte ein bisschen höher gescored sein, oder? Nee, es war der schlechtere, ne? Das war, glaube ich, der schlechtere von der Prediction her. Silber? Ist der mir ins Schussfeld gelaufen? 129. Eins trivial. Der ist mir, glaube ich, reingelaufen. Das war der Blutweg von hier unten. Der ist mir reingelaufen. So, weiblicher Bär auf 150 Meter. Das schmeckt doch. Das schmeckt gut. Ich hätte gar nicht gewusst, wo es herkam. So, Bronze 14,19. Schön Doppelunge von oben. Weg von oben. Ja, besser, okay, alles klar, cool. Besser inwiefern? Knistert ihr und ruckelt jetzt nicht mehr ganz so doll oder knistert und ruckelt jetzt gar nicht mehr? Hier besser, okay, alles klar. Ah ja, gut. Konnt mal fixen, on the fly. Okay, hat nicht mehr, sehr gut. Guck mal hier, ihr kommt da ein bisschen, kriegt da ein bisschen Backstage mit, wie hier das Ganze läuft so, wie man so einen Stream hier vorbereitet und wie man so technische Probleme löst. Ist doch geil, oder? Das ist wie bei McDonald's, wenn man mal mit in die Küche genommen wird, oder? So ein bisschen ist das so. Ja, okay. Warnruf weiblicher Elch. Okay, da ist kein Männchen in Sicht. Das durfte man damals immer beim Kindergeburtstag bei McDonald's. Wisst ihr das noch? Wer war auf dem Kindergeburtstag bei McDonald's? Da durfte man ja nicht nur im Bällebad so ein bisschen seinen Cheeseburger da wegsnacken, sondern man durfte auch in die Küche. Gab es noch eine Küchenführung. Das wäre heute eigentlich fast undenkbar, oder? Bei der heutigen Erziehung. Also Kindergeburtstag bei McDonald's. Ich glaube, die haben einen drastischen Drop gespürt. Das macht keiner mehr. Also, es gibt, also ich kann mir schon vorstellen, wer das macht. Also es gibt schon noch Leute, die das machen. Aber die, so der Großteil der ganzen Helikoptermuttis, die machen doch nicht Kindergeburtstag bei McDonald's. Ja? Versuchen, ihre Kinder fernzuhalten von diesem Unternehmen. Wir haben noch Brot zu Hause. Hör auf zu schreien. Perfekt.
Ah, die Waffe hat so einen hohen Rückstoß. Ich ruder damit immer dann erstmal runter und kann den zweiten Elch dann nicht schießen. Bei den Modern Riffles ist es immer alles gar kein Problem, weil da schießt du kurz tick und dann tick, schießt den nächsten. Das ist immer super. Aber hier bei denen, bei der 300er Magnum, da. Ist das immer ein bisschen schwieriger. Welche Map ist das? Das ist New England, die neue Map, die neue DLC-Map. So, Gold, 148,4. Schöne Doppellunge. Schöner goldener Elch. Gold, 241,6. Ja, schade. Das ist nur ein bronzenes Weibchen, aber dafür schön Doppellunge. Nicht getroffen. Irgendwie weiß ich nicht. Ich muss nur ein bisschen reinkommen. Ich hab zurzeit nicht wieder. Also ich hab die. Weiß nicht, ich hab mein Aim verloren. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. The Hunter Call of the Wild war heute wieder eine sehr durchwachsene Folge. Mein erstes Fazit. Es kann sich ja noch ändern, aber mein erstes Fazit zu dieser Map ist, dass es mit unter anderem eine der schwersten Maps in The Hunter Call of the Wild ist. Weil die Vegetation, sehr viel Wald, sehr viel Gebüsch, sehr viel Sträucher, wenig offene Flächen und die Tierdichte ist extrem niedrig. Entweder das oder durch das Update wurde tatsächlich die Schreckhaftigkeit der Tiere, tolles Wort, Schreckhaftigkeit, der Tiere ein bisschen hochgescored, sodass ich im Prinzip durch meinen Spielstil, den ich bis jetzt gefahren habe, sehr viele Tiere verschrecke und deshalb auch weniger sehe. Aber ich sehe halt auch echt wenig auf dieser Map. Und das liegt auch daran, dass man viel zu wenig offene Flächen hat, wo man wirklich einschauen kann und wo man wirklich dann auch was steht. Also selbst wenn man hier eine offene Fläche sieht, steht da meistens auch nichts. Naja, okay. Aber an sich, Herausforderungen sind ja nicht schlecht. Und ich werde trotzdem in den nächsten Streams, in den nächsten Videos diese Map noch weiter auseinandernehmen. Vielleicht ändert sich auch mein Fazit noch, aber das ist jetzt erstmal mein erstes Fazit dazu. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.